Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultrasonnen, das Log Challenge. So, wir lassen, wie ich in der letzten Folge meinte, in dieser Folge, ich hör schon wieder viel zu weit aus, wir lassen Alpollo in dieser Folge noch nicht entwickeln, weil ich jetzt direkt im Anschluss diese Folge hier noch aufnehme und dann müsste ich erstmal noch, ich habe auf meinem zweiten DS noch kein Konto und das müsste ich erstmal einrichten und dann Freunde hinzufügen und vielleicht geht das auch lokal, das kann natürlich auch sein. Nee, ist jetzt egal, da kümmere ich mich dann das nächste Mal drum. Gengar, sage ich schon. Nein, Boogie kann sich jederzeit entwickeln. Machen wir dann auf jeden Fall. Ist besser, weil bessere Statuswerte, bessere Überlebenschancen in der Nuzlocke Challenge. Aber ihr wisst ja, ne? Ihr wisst es. Wir können das nicht leugnen. Ich liebe ja in dieser Nuzlocke Challenge eindeutig die Gefahr. Ich bin ja, also, ne? Also, wow. Ich muss ja in jeder Folge mindestens ein Pokémon sterben. Hier Schattenglas ist auch nicht schlecht. Muss ich doch mal gucken, wem ich das hier alles so am besten gebe. Was haben wir denn jetzt hier? Dieses Pikachu. Das ist blöd. Was ich eh nicht brauche, weil ich eh kein Pikachu habe. Und dafür musste Xena sterben. So sinnlos. So sinnlos, jo. Okay, Blutsauger. Kann keiner lernen. Dann mal kann ich irgendwas Strauchler. Nee, Wirbler. Das ist eine Wirbler. Einmal dreht den Körper und fügt den Ziel Schaden zu. Warte mal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, warte mal. Ja doch, mach mal einsetzen. Halt, stopp, nein, ich will nicht kompatibel, was ist denn das für eine, egal. So, Hera, du hast ja Biss, ne, und Biss, ja, 60 und Wirbler ist auch 60. Okay, dann bleiben wir bei Biss, weil bei Biss kann das gegnerische Pokémon wenigstens noch zurückschlecken, nein, zurückschrecken. Felsgrab ist auch gar nicht mal so scheiße. Ist eine Gesteinsattacke mit 60 Angriff. Ist das gut für Frankie? Eigentlich schon, ne? Statt zu Trümmerer. Warte mal, zu Trümmerer war 40. Na, auf jeden Fall. Na, genau. Dann nehmen wir zu Trümmerer. Ja, komm, statt zu Trümmerer jetzt Felsgrab. Damit Frankie noch eine Gesteinsattacke kann. Dass wir da ein bisschen auch flexibler sind. Oh, Schlafrede, Folterknecht. Nein, 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 Kraftreserve. Kraftreserve können wir auch nochmal gucken. Das könnte vor allem interessant werden bei Boogie. Könnten wir mal gucken, was der so kann. Da muss ich mal schauen, weil vielleicht kann der noch eine interessante Attacke erlernen und hat er eh einen richtig guten Spezialangriff. Das kann geil werden. Wartet mal, ich muss generell mal gucken, weil jetzt noch so guten Spezialangriff hat. Raub. Plage, Widerhall, ich guck gerade nochmal. Plage, Widerhall, Druckschlag, Ruheort, Durchbruch. Auch nicht schlecht. Könnte Frankie erlernen? Sollte Frankie erlernen? Ich glaube, ich lasse ihn dann Plupstrahl verlernen, weil sein Spezialangriff ist unterirdisch. An sich ist Blubstrahl keine schlechte Attacke, aber ich denke mal, ich werde Frankie jetzt hier nicht irgendwie als Wasser-Pokémon mit missbrauchen und jetzt hier so, wenn ich wirklich mal ganz, also wenn der Kampf länger geht, ist es sinnvoller, Steigerungshieb einzusetzen, aber wenn es schnell gehen muss, kann er dann hier mit Durchbruch eh mal richtig ordentlich durchbrettern und das wird hoffentlich reichen. Okay, gut. Soweit, so gut. Gehen wir rein. Legen wir jetzt hier mal los. Was los? Los, los. Okay. Ah, da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Ätherparadies. Das Ätherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ätherparadies kommen, oder? Ja. Ja.
Gut, dann folge mir bitte. Das Ätherparadies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nehmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Myla verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut dem Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun, aber werft ihr doch für mich einen, für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Malihe-Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen, aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkommen. Na gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als die Fähre. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Yume? Wirklich? Nee, aber wär cool, oder? Das ist so doof. Oh Junge, bin ich auf das Ätherparadies gespannt. Und auf zur nächsten Insel. Nein, auf zum Ätherparadies. Okay. I'm okay with that. Hm? Das Ätherparadies. Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Ätherparadies. Mogelbaum, ey. Lup. Tali ist sichtlich begeistert. Das Ätherparadies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Ah, Fabian! Nein, nein, nein! Würdest du mich bitte nicht bei meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unser Bemühen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bringe sie dann zum zur Präsidentin, ja? Oh. Yume, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Alola. Moment mal, du kennst unsere Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beide uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut. Begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Oh, und es geht aufwärts. Whoop. Hui. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Yume, Tali,
Jetzt weiß er, der auf Inselwanderschaft, um Cem zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Sie wissen gut Bescheid. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Aber im Moment will ich einfach nur Spaß haben auf meiner Inselwanderschaft. Verstehe. Wenn man in eurem Alter, in euer Alter kommt. Oh Gott. Entschuldigung. Wenn man. Oh, was ist denn da hinten? Das sieht sehr interessant aus. Entschuldigung. Wenn man in euer Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Yume, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's! Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Peterparadies, kennt ihr das gute alte Peterparadies, im Ätherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Gastella angegriffen werden. Was waren denn nochmal Gastella? Also ich glaube, die fressen Corazon. Also das ist für die eine Nahrungsquelle. Gastella. Ich will mal gucken, wie die aussehen. Ach, die. Ja, okay. Diese Gift-Wasser-Pokémon. Die sind aber auch erst also seit der 7. Generation dabei, ne? Ja, ist aber auch ein cooles Pokémon irgendwie. Na, mal gucken. Den Corazon in Kanto scheint es da übrigens besser zu gehen. Wisst ihr, ich bin früher nämlich einmal durch Kanto gereist. Aber lasst mich euch aus dem Pokédex vorlesen. Corazon. In Alola gibt es viele Corazon mit kurzen Korallenarmen, da es dort von ihren Fressfeinden Gastella nur so wimmelt. Opi hat mir gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß? Was aber 11-jähriges Kind sich das fragen würde, dann wäre das total egal, wenn sich solche Fragen stellt. Keine Ahnung. Stellt ein 11-jähriges Kind sich so eine Frage? Warum ausgerechnet hier niedergelassen? Was doch da eine Niederlassung? Was? Wer weiß? Unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Samantha mit der krassesten Frisur überhaupt. Die Präsidentin muss irgendwo in der Schutzzone sein, aber wo? Dann suchen wir sie mal. Wir suchen uns einfach die Frau mit der krassesten Frisur hier. Samantha, wo bist du? Ein Stami, hallo, na? Süß. Ich glaube, ich laufe hier gerade eh falsch, aber ich möchte mir jetzt alles mal kurz hier noch angucken. Wer bist du denn? Wenn Pokémon sich entwickeln, ändert sich ihre Gestalt. Es gibt auch Pokémon-Arten, die durch einen Formwechsel zwischen verschiedenen Gestalten und Fähigkeiten wechseln können. Die Regionalform unterscheidet sich jedoch offenbar vom Formwechsel. Okay. Diskutieren wir schon, lassen wir schon vorbei. Sehr schön alles. Ach, ihr seid so süß. Oh, das Stami will spielen. Das sind Slimers, das ist ein Mogelbaum. Ich denke mal, sie wird irgendwo hier oben lungern hier. Wir werden bestimmt jeden Moment auf sie treffen. Genau, da ist sie. Diese Frisur macht mich fertig. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Da ist sie.
Jumea und Tali. Ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeih ich dir sogar das Duzen. Aber, naja, ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Im Ernst jetzt? Ist ja doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht das sicher total, aber mir... er hat Lilly erwähnt. Jetzt mach dir keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Wie emotionslos der eigene Charakter immer guckt, das ist unglaublich. Diese Erschütterung... Kam das aus dem Untergeschoss? Oh oh. Eine Ultrabestie. Du, kommst du aus einer anderen Welt? Ah, nee. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Die arme Kreatur. So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Sei vorsichtig, Yume. Oh, okay. Wir sind... bei der Aether Foundation, im Aether-Paradies auf einer Insel und eine völlig fremde Kreatur, Lebensform, was auch immer, hat sich jetzt hier einfach mal durch ein Dimensionsloch gewagt. Es ist durch ein Dimensionsloch geschlüpft, sagen wir mal so. Und naja, was es damit auf sich hat, erfahren wir allerdings erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Pokémon Ultrasonne Nuzlocke Challenge. Bye!